Hallo ihr Lieben, heute wollen wir euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von unseren tollen Schablonen so einen Adapter ganz einfach selbst herstellen könnt. Ihr seht hier einen Adapter mit 25 mm Breite und wenn ihr unseren Längenrechner benutzt, dann könnt ihr einfach 7 cm beim Verschlussmaß im Längenrechner angeben und dann rechnet dieser euch die Werte ganz automatisch aus. Also 7 cm, wenn ihr jetzt hier das zweite Loch nutzt. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Halsband nach vorne hin zu verstellen und auch noch eine kleine Möglichkeit, nach hinten zu gehen. So, dann fangen wir mal an. Ich habe mir hier schon mal ein Stück Gurtband oder Biotane zurechtgeschnitten. So circa 20 cm lang. Aber wenn ihr unsere Schablonen dafür habt, könnt ihr die ganz einfach in die Biotane einlegen und dann hier vorne dran bündig abschneiden. Die Schablonen gibt es in drei verschiedenen Größen. Für 25 mm, für 20 und für 16. So. Was ihr alles benötigt. Natürlich Biotane oder Gurtband, dann die Schablone, ein Rollmesser, die dazugehörigen Beschläge. Das Ganze besteht aus einer Dornsteckschnalle, entweder einem oder zwei D-Ringe, je nachdem wie ihr das möchtet, und so einen Metallschieber, wenn ihr jetzt mit einem D-Ring und Metallschieber arbeiten wollt. Und die farblich passenden Buchschrauben noch dazu. So, das sind die Beschläge. Eine Lochzange mit Hebekraftverstärkung. Einen Schraubenzieher. Eine Schraubensicherung. Und, damit das Ganze auch schön ordentlich aussieht, einen Lötkolben. So, dann als erstes schneiden wir uns mal die Spitze zurecht. Mit dem Rollmesser geht das super easy. Einfach nur an der Kunststoffschablone ansetzen, drücken und rollen. Solltet ihr jetzt kein Rollmesser haben, könnt ihr das Ganze auch mit einem Cuttermesser machen und einer Schere. Also mit dem Cuttermesser am besten einfach mal vorritzen und dann mit der Schere nachschneiden. So, dann können wir auch schon unsere Löcher reinmachen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für euch. Und zwar mit der Lochzange, damit ihr einfacher durchkommt und damit die Löcher nicht zu sehr ausfransen, legt euch unten drunter ein Stück Pappe. So, die Lochzange einfach in die Vertiefung setzen. Ihr benötigt dafür ein Locheisen mit 4 mm. Und dann könnt ihr es ganz einfach lochen. Na? So. Und schon haben wir das. Und ihr seht selbst, obwohl ich ein bisschen Pappe unten drunter gelegt habe, haben wir trotzdem immer noch so kleine, ja, Härchen von dem mittleren Gewebe drin hängen. Aber dafür haben wir ja unseren Lötkolben. So.
Dann, damit die Buchschrauben die weiblichen Teile hier gut durchpassen, weil so wird das Ganze immer ein bisschen eng, vergrößere ich mir immer noch diese beiden Löcher hier. Dafür braucht ihr natürlich keine Schablone. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Einfach noch links und rechts von dem Loch das Ganze ein kleines Stückchen größer machen. Seht ihr? So, dann können wir schon unsere Buchschrauben einsetzen. Und so gehen die auch ganz einfach durch. Ich habe mich jetzt hier aufgrund des schönen Farbkontrastes für Schwarz entschieden. So, dann zuerst den D-Ring auffädeln und dann den Metallschieber. So, an dem Ende knotet ihr euer Halsband und hier wird dann die Leine eingehängt. Dann ganz wichtig, Schraubensicherung. Es langt an sich nur ein kleiner Tropfen. Na, kann man es auf dem Video erkennen? Ja, doch so ein bisschen schon. Schraubenzieher und dann können wir schon zuschrauben. Ich halte es mir immer ganz gerne noch so ein bisschen, damit ich die Buchschrauben möglichst gerade zubekomme. Tja, falsch rum funktioniert es natürlich nicht. Ich drehe mir ganz gerne immer eine an, dann mache ich die andere zu. Das Gefühl, so verkantet sich es nicht so leicht. Na? Das Ganze richtig gut festschrauben. Ihr merkt es bei den Buchschrauben immer daran, dass sie fest sind. Wenn ihr weiter dreht, merkt ihr, dass sich das andere Ende auf der anderen Seite mitdreht. So. Und wie ihr seht, so sind sie echt komplett zusammen. Die Biotane liegt komplett auf. Dann machen wir uns mal drüber und verschönern die Löcher und brennen die ein bisschen aus. So, der Lötkolben. Also bei unserem Lötkolben, bei dem elektrischen, da müsst ihr einfach nur den Knopf gedrückt halten. Ich warte immer ein kleines bisschen. Beim ersten Mal, dann wird er noch nicht so richtig heiß. In der Regel sage ich jetzt mal so zwei bis dreimal komplett draufdrücken, dann ist der richtig schön heiß. Ihr seht auch schon, wenn der fängt jetzt hier vorne schon so ein bisschen das Dampfen an. Und dann könnt ihr einfach von hinten reingehen ins Loch und das ein bisschen ausbrennen. So, hier vorne die Spitze auch noch mal ein bisschen. Und als kleiner Tipp, nehmt euch ein bisschen Stahlwolle und macht die Spitze immer gleich wieder sauber. Dann habt ihr richtig lang Freude an dem Lötkolben. Tja, wie neu, würde ich sagen. Und ihr seht, die Löcher sind richtig schön ordentlich ausgebrannt. Dann machen wir nur noch unsere Dornsteckschnalle drauf.
Und tada! Fertig ist der Adapter. Material und Zubehör findet ihr bei uns im Shop www.verknüpftundzugeknotet.de. Hat euch unser Video gefallen? Dann lasst uns doch einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Bis dann, Sandra und Verena.